Ein herzliches Willkommen, ihr Modern Consumer da draußen. Sorry, dass ich im letzten Part so abrupt aufgehört habe. Aber da stand der Postmann von DPD vor der Tür. Und wisst ihr, was er mir geschickt hat? Ich habe mir vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, wenn ihr Big Bang Theory guckt, sorry, wenn ich das jetzt mal so erzähle, aber ich muss einfach mal Sachen aus dem Leben erzählen, weil immer nur FIFA ist auch scheiße. wenn ihr Big Bang Theory guckt und Sheldon Cooper, der hat mal irgendwann in so einer Folge seine Klamotten zusammengelegt, seine T-Shirts und Oberteile und überhaupt eigentlich alles, mit so einem Klappfaltbrett oder wie das heißt. Das Teil habe ich mir bestellt, das ist eben angekommen. Und ich musste erst mal gucken, so, was hat der mir denn da gerade geschickt? Und ist mir irgendwie klar geworden, was es denn ist. Und ich warte heute auch noch auf das Päckchen, dass ich mir einen neuen Controller bestellt habe. Einen mit Kabel, einen Xbox 360 Controller. Weil ich bin der Meinung, dass die Verzögerung da geringer ist. Und ich habe meine Controller ja kaputt gemacht. Und ich hoffe, das passiert mir dann nicht nochmal. Naja, da habe ich auf jeden Fall auch mir einen neuen bestellt bei Amazon. Ich spiele ja immer noch Xbox 360 und PC im Xbox Controller. Von daher habe ich mir gedacht, kaufst du dir nochmal einen neuen. Kostet ja immer so 30 Euro. Wer sich von euch übrigens auch einen neuen bestellen will, der kann das gerne über meinen Support-Link machen in der Videobeschreibung. So, letzten Part. Jetzt erstmal wieder FIFA zurück. Hier, ihr seht ja meine Mannschaft. 4-2-4 System, das ganz klassische. Wer macht es nicht? 4 Stürmer, ey. Ja, es ist eigentlich schon arrogant, muss man fast sagen. Und ich habe die unglaublichsten Spieler gekauft. Ich habe jetzt natürlich noch nicht eure Kommentare gelesen, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr alle sagt, Basti, ist in Ordnung so, mach weiter, wie du willst. Naja, nein, es werden wahrscheinlich wieder 1000 Kommentare gekommen sein im letzten Part. Wen ich mir denn noch holen soll, warum ich mir nicht den geholt habe, warum ich es nicht so gemacht habe. Es ist jetzt jedenfalls so gekommen, wie es jetzt gekommen ist. Und ich hoffe, ich kriege weitere Transferangebote. Robinho! Nee, den will ich... Guck mal, es kommen vor allen Dingen Dortmund. So geil. Vor allen Dingen kommen nur Angebote von Spielern. An Spieler, die ich nicht auf dem... Da kriege ich mich öff. Da kann ich mich öff regen, mein ganzes Wochenende. I've got mail. Warum? Juhu! Wollte ich den verkaufen? Im Prinzip kann ich ihn verkaufen. Was steht denn hier? Ich habe mir einfach nichts hinzuzufügen. Ich überlasse ihm die Sachen. Ich mach mal zögern. Hatte ich den auf dem Stapel? Hatte ich den am Verkauf? Warte mal, wen habe ich da noch? Mertesacker? Giroud? Wer war denn da noch? Bordeaux will ihn haben. So, Transfers. Verkaufen. Das sind ja fast alle auf dem Transferstapel. Aber Giroud nicht. So, jetzt muss ich mal wieder die Lage sortieren hier. Ich habe Thiago Silva. Ich habe Veran. Ich habe Koscielny. Ich habe Vermaelen. Ich kann Giroud verkaufen. Locker. Das heißt, ich werde ihn los. Mertesacker und Miguel habe ich immer noch. Das heißt, Giroud verkaufen. So, haben wir es? Transferverhandlungen. Giroud. Transferverhandlungen. Annehmen. Wobei ich hier noch mehr Geld rausholen könnte. Aber Leute, ist doch scheißegal. Ich habe genug Geld. Und ich bin einfach nur froh, wenn die Leute weg sind. Wilshire ist halt so eine andere Sache. Ja, toll. Meine guten Spieler wollen sie alle haben. Ist ja klar. Fabianski. Achso, das ist schon durch. Ah, hier kann man es mal alles sehen. Spiel. Faria, Verein verlassen. Steht hier eigentlich... Wen habe ich mit Cavani mitgegeben? Da war doch jetzt zum Beispiel Diaby dabei oder sowas. Wer war denn das dabei? Müsste ich selber nochmal im letzten Part gucken. Aber Maicon Leite und sowas. Mal gerade hier gucken, was hier los ist. Ey, das ist ja jetzt doof, ne? Dass ich jetzt nicht sehe, wen ich da mitgegeben habe. Das ist so krass, wie viele Stürmer ich habe im Prinzip ausgeliehen. Was heißt denn ganze Saison? Die Saison ist doch vorbei, da müssten die doch jetzt wieder zurückkommen. Das verstehe ich nicht. Und Juventus.
Also ich könnte das jetzt auflösen und kriege ihn dann wieder wahrscheinlich. Robots. Ja, interessant, interessant, interessant. So, Mittelfeld. Ja, irgendwer ist da weg. Ein paar Spieler bin ich los, das ist einfach... Also ich mach das nie wieder. Wenn ich das nächste Mal bei FIFA 14 eine Karriere starte, ich verspreche es euch, verkaufe ich am Anfang alles, was ich nicht brauche, dass dieser Kader nicht so groß ist. Nervig hoch 10. So, weiter geht's jetzt. Transferverhandlungen abgebrochen. Oh, na toll! Da war ich so froh! Ich hab extra! Bayern holt Tevez, ey, die haben sich Hernandez geholt. Ja, krass, 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 was hier so abgeht. Ihr seht wahrscheinlich wieder so, oh, die haben auch noch das und das gemacht. Ne! Ich glaube es nicht! 47 Millionen! Das Spiel zusammensetzen und die einen. Ne! Die machen das! 47 Millionen, das ist ein mega Angebot! Scheiße! Wen, aber ich meine, da kann ich auch noch mal anders holen für 30 Millionen. Hol ich erst dann halt weg. Alter, dann hole ich mir Götze oder sowas. Ey, wie krass ist das denn? Vor allem hat er nur 3 Sterne, hol ich mir einen 4-Sterne-Spieler. Ey, Leute, ich mach das jetzt, oder? Ey, die kommen mit 47 Millionen an. In der Hand. Dann hole ich mir halt noch irgendeinen Spieler dafür. Wir lassen das jetzt mal weiterlaufen, das dauert ja sowieso alles immer ewig. Schau mal, geil. Annehmen. 3,1 Millionen, komm, geh. Geh, komm, geh. Bitte geh. Hilf mir, dich zu mögen, geh. So, weiter. Spieler verkauft. Ist top, brauche ich nicht hier im Management. Was ist da los? Das ist jetzt, das passiert jetzt hier, oder was? Der Verkauf von Wilshire an, ist nach Beilegung, der läuft sich auf, der Vorstand hat ihm 40 Millionen zugewiesen. Ich konnte da gar nichts jetzt mehr gegen machen, weil ich das Gegenangebot, ach, wenn die das akzeptieren, dann ist das durch. Das heißt, der ist jetzt weg. Ich konnte gar nichts mehr dagegen machen, ich hab's voll verkackt. Oh, scheiße, hatte ich das nicht noch irgendwo gemacht? Kacke, 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 kacke. Ramsey ist ja auch noch da. Rositzki, Arteta, ist doch alles noch tippitoppi hier. Guck mal, wie schön jetzt. Oh, toll. Wobei, was kann der denn? Was kann der, was der nicht kann? Arteta hatte ich eigentlich mal das Gefühl, der hat immer einen guten Schuss gehabt. Hm. Ramsey ist Ballkontrolle. Hier ist Arteta in allem so ziemlich besser. Abschluss. Mhm. 31 Jahre jung. Freistoßspezialist. Tja. Ne, die Schüsse ist auf jeden Fall Arteta viel besser, ja. Was war jetzt die Geschwindigkeit nochmal? Ja, da ist der ein bisschen schneller. Schneller Antritt. Ich würde Arteta da erstmal lassen. Achso, was ich noch gucken muss, bevor hier irgendwas losgeht. Rechtsfuß, rechts, rechts, rechts. Cavani rechts. Links. Ich habe fast keinen Linksfuß hier, ne? Außer da gut bin, ja. Gut. Interessant. Tja. Robinho, was, wo willst du den hier im System hin machen? Da, wo Podolski ist im Prinzip nur. Okay. Ja, dann muss ich mir jetzt noch einen krassen Mittelfeldspieler mal suchen. Ich mach das jetzt einfach mal. Verpflichtet Jack Wilshere. Es tut mir leid, Leute, für alle, die ihn gerne gemocht haben. Ist jetzt einfach passiert. Ihr habt ja mitbekommen, wie das passiert ist. Es ist unglaublich gewesen. Unglaublich. Mittelfeld, ZM. Ich muss jetzt mal gucken, wen ich hier so gerne hätte. Fabregas.
mal wieder zu. War das nicht der? Nee, das war nicht der Fabrikant. Özi. Ich brauche eher so ein ZM. Bastian Schweinsteiger ZM zum Beispiel. Der ist ja billig. De Rossi Mata. Wesley Snyder, der hat auch einen guten Schuss immer, ne? Fernschüsse. Wesley Snyder? Ja, der ist halt auch zu offensiv. Was kann der noch? ZM, LM. Ich meine, ich könnte mir Snyder holen. Ja, der ist halt schon 29. Wobei das Alter völlig egal ist. Modric. Einen guten Schuss ist immer schon schön, aber... Krass, dass der hier so weit oben ist. Also Modric könnte ich mir auch gut vorstellen. Nuri Sahin. Immer noch bei Liverpool. Witzel. Was kann der denn? Nee, der ist zu langsam. Ich brauche was Schnelles. Martinez. Kostet nur noch 12 Millionen. Bayern für 40 gekauft. Ja, jetzt nur noch 12 wert. Mhm. Kagawa. Warte mal, eine Sache. So. Ja, bis 27 Jahre. Da Silva. Oh, der gefällt mir. Oh, den will ich haben. 35 Millionen. Warte mal hier, zack. Kauf. 44 bis 53. Hab ich. Ich hole mir einfach das Silber, ist auch top. Ich glaube, der ist top. Ich glaube, der ist ganz gut. Oder? Arbeitsrate, Angriff hoch, defensiv niedrig. Ja, wobei da eher sowas mit Mittel, so, ne? Arbeitsrate defensiv muss schon ein bisschen da sein, ne? Nee, den kann ich nicht holen. Den nicht. Özi ist auch zu offensiv. Der ist einfach ein Lahmarsch. Hoch, Mittel. Spielmacher. Der ist aber auch nicht top. Nasri! Das ist auch zu offensiv. Toni Kroos hole ich mir. Oder Kevin Prince Boateng. Hoch. Das ist gut. Boateng, Alter. Das ist eine Wall. Den hole ich mir. Kauf. Was wollen die? 28 bis 34. Zack. Wen können wir denn da Schönes anbieten? Maicon Leite. Bam. Ist egal. Der war mal bei Berlin. Ich finde das so geil. Ich finde das so cool. Kevin Prinz Boateng. Der hat bei Hertha BSC gespielt. Ist ein Top-Spieler bei Mailand geworden. Da kannst du nichts sagen. Der Ghanese. Der damals unseren Ballack verletzt hat. Obwohl, ich könnte ja noch nach einem gucken. Na egal. Nein, ich will den haben. Ich werde ihn kriegen. So, Punkt aus. Optimismus. Andere Vereine zeigen Interesse an Marco Reus. Nicht mehr brauche. Ich krieg schon wieder Nachrichten hier. So. Mein Handy nebenher an und so. Gut. Ja, die Leute wollen mir alle keine Spiele abkaufen. Oh, geil. Ging schon gut. Maicon Leite. Sie können jederzeit die Verlassung der Spiele eintreten. geil. So, top. Boateng bei Arsenal. Ich finde, der passt dahin. So, zack. Chelsea, Gomez. Also diese Testspiele mache ich nicht. Fans erwarten die Meisterschaft. Ich hoffe, sie rotieren mal ein bisschen und geben mir ein bisschen Spielzeit. Jo, mal schauen. Ich habe momentan viel Spaß am Fußball und ich habe gut gespielt, deshalb bin ich ein bisschen unruhigt. Ja, so guckt er auch. Nächste Partie simulieren. Jo. Mal gucken, was dabei rauskommt. 3-0! Thiago Silva, Arteta und Rubinho. Meine Stürmer, nix. Benzia und Rubinho sind reingekommen für die Stürmer. Krass. SS spielt 3-0. Nein. Ja!
annehmen. Hey, ich werde ein paar Spieler los. Ist das nicht geil? So. Lewandowski Arsen im Arsenal-Trikot. Ich warte mal ab. Aber ich hätte wirklich gerne gespielt. Ich mache jetzt erstmal die Transferperiode so durch. Saugeil. Annehmen. Und danach werde ich dann simulieren. Ich werde dann ein Spiel spielen am Anfang und dann zum nächsten wichtigen Spiel hin simulieren. Also, nicht, dass ihr da jetzt Angst habt. So, Miguel ist ja weg. Neuverpflichtung. So, der Kader ist übersichtlicher geworden. Ist das nicht toll? So, Robinho. Boateng. Für Arteta mal hinmachen. So, das kann er eigentlich noch. Rechts Mittelfeld ZDM. Top, der ist top, der Mann. Ich bin echt begeistert. Ich bin gespannt, wie er sich dann spielt am Ende. Okay. Unterschreibt bei Arsenal ist sehr schön. Ey, krass. Was ich für. Wir müssen jetzt mal gucken. Transferverhandlungen. Hier, Marktwert, Ablöse, 31 Millionen. Sieht man hier auch was so verlassen? Beigetreten, so. Boateng, 31 Millionen. Plus 9,7 Millionen machen wir mal rund, runden wir mal. 40 Millionen. Plus 38 Millionen macht 78 Millionen. 80 sind 110. 115 Millionen? 115 Millionen? 78 plus 110. 105 Millionen. 105 Millionen. Wenn ich mich nicht vertan habe. Dann noch der, sind 130 Millionen irgendwie. Keine Ahnung. 130 bis 140 Millionen habe ich ausgegeben. Für neue Spieler. Das ist abartig. Nachdem ich die Champions League gewonnen habe. Dann Abgänge hier. Zack, zu Stuttgart. Barcelona für 47 Millionen, yeah. Everton. Ich denke mal, das Geld war gut investiert. So. Nächste Partie gegen Köln. Köln. Werden wir jetzt auch simulieren. Warte mal, kann ich noch hier eine Aufstellung machen? Ich kann die Aufstellung jetzt gar nicht mehr verändern. Egal, dann wird der Gips jetzt halt unzufrieden. Brücker, ja, ja, hallo. Clemens, Matuschik, Lehmann, Eichner, Werner, Schorscher, Kessel. 1-0 nur. Podolski! 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 Wer sonst? Wer sonst schießt gegen Köln das Tor? So geil. Lori. Sehr schön. Irgendwie passt das immer wie die Faust aufs Auge oder sowas. Ich find's lustig. Torres will ich doch gar nicht mehr. Oh! Mertesacker auch weg. Zu wem? Atletico Madrid. Ich bin zufrieden. Annehmen. 5,5 Millionen ist egal. Das ist doch schön. Ey, warum läuft das jetzt auf einmal so? Ich verstehe es nicht. Was wollte ich gerade machen? Irgendwas wollte ich gerade machen. Ah, ich wollte hier mal kurz gucken. Zack, zack, zack. Kann ich die hier auch rausnehmen? Streichen. Streichen. Wobei ich Hummels schon auch gerne genommen hätte. Falcao, wäre auch schön gewesen. Dzeko, wäre auch eine schöne Sache gewesen. Gut, nächste Partie wird wieder... Oh, Community Sheet, das Spiel werde ich machen. Halt. Ich tue es jetzt einmal kurz für den Gips. Damit er zufrieden ist. Schade, dass man das nicht nochmal vorher umstellt. Obwohl, eigentlich ist es eigentlich auch... Eigentlich ist es auch egal. So. Ich glaube, das dauert bestimmt an der Konsole auch 10-mal länger hier, wenn das hier schon so lange dauert. 3-1, alles gewonnen. Podolski, Walcott und Gips. Gips! Scheiße, jetzt hat er auch noch ein Tor geschossen. Mertesacker ist weg. Vermahlen? Nein. Nee. Wer will ihn kaufen? Paris Saint-Germain. Auch sehr interessant, 16,5 Millionen. Mm-mm.
Den gibt's auf keinen Fall. Ich find's so krass immer noch, dass sie den für 47 Millionen gekauft haben. Ja, wir kommen dem nächsten ersten Spiel entgegen und ich habe ja gesagt, ich spiele das auf Legende. Chesney, ist klar. 26 Millionen. Das ist natürlich ein gutes Angebot, aber für den besten Spieler, den ich habe da, das geht nicht. Napoli, jetzt kommen die auf einmal an. Von dem Geld, was die von mir haben, von mir, genauso wie Paris, wollen die auf einmal meinen besten Mann kaufen. Gut, ich habe mir nie ihren besten Mann gekauft, aber... Andubitant Thiago Silva. Community Shield Vorschau Arsenal gegen Chelsea. Das wird die Partie. Und die kommt im nächsten Part auf Legende 4-2-4 System. So geil. Ich freue mich voll. Sorry, wenn ich so extrem bescheuert gerade rede, aber ich freue mich einfach. Ich hoffe, ihr euch auch. Bleibt dran. Und diesmal müsst ihr auch nicht wieder irgendwie 3 Wochen auf den nächsten Part warten. Und ich will noch ein bisschen die Saison ruppen mit, wenn es halt alles simuliert ist. Scheißegal, wir müssen gucken, was dabei rauskommt. Bis dann erstmal, macht's gut. Ciao, euer Basti oder auch Modern Consumer.